Die Landesregierung ist mit der Einführung einer Greenpass-Pflicht einverstanden, solange die Quote der Geimpften in Südtirol, die zurzeit bei 64,3% liegt, nicht die 80% erreicht. Wer sich nicht impfen lassen will, muss sich testen lassen. Für Saisonarbeiter werden einige Screenings eingerichtet. Bei einer Lage, die sich überall geringfügig verschlechtert, baut man natürlich auf die Impfung. Die Personen, die zurzeit auf der Intensivstation liegen, sind nämlich meist eher jung und nicht geimpft. Dies ist von Landeshauptmann Arno Kompatscher und Gesundheitslandesrat Thomas Wiedmann anlässlich der Eröffnung der September-Plenarsitzung des Landtages erläutert worden. Die Abgeordneten, alle außer einem grundsätzlich Impfbefürworter, haben vor einer Spaltung in der Bevölkerung gewarnt, sich für Testmöglichkeiten ausgesprochen, aufgefordert, die Antikörper in Betracht zu ziehen und finanzielle Unterstützung für Long-Covid-Patienten gefordert. Landeshauptmann Arno Kompatscher und Umweltlandesrat Giuliano Vettorato haben dann die Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung vorgestellt. Bis 2030 soll der Anteil an erneuerbaren Energien bei 80% liegen und der CO2-Austausch soll einschließlich Landwirtschaft auf 3,5 Tonnen pro Kopf gesenkt werden. Der Verbrauch von Wärmeenergie aus fossilen Quellen soll um 15% gesenkt werden. Die Fernwärme und die energetische Sanierung von Gebäuden soll gefördert werden. Die Bürger sollen aktiver Teil der Nachhaltigkeitsbewegung werden. Dazu werden Veranstaltungen organisiert, an denen man sich beteiligen kann, und man wird auch ein Online-Tool schaffen. Die Einhaltung der Ziele wird auch dauernd überwacht werden. Nachdem Magdalena Amhof neben Sven Knoll und Andreas Leiter-Reber zum Mitglied für die Versammlung der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino gewählt worden ist und nachdem die Berichtigung des Landtagshaushalts mit einem Verwaltungsüberschuss von 4 Millionen Euro genehmigt worden ist, hat das Plenum die Anträge von der Fraktion Enzian zur Errichtung einer Fahrradspur auf der Gamperpassstraße von Lana bis zum Pass und von Fratelli d'Italia zur Förderung und Finanzierung der erforderlichen Baumaßnahmen zur Lösung des Grundwasserproblems in Sinnig angenommen. Mit der Unterschrift der SVP wurde auch der Antrag der Freiheitlichen angenommen, den Staat aufzufordern, dass das NISF IMS Krankenstand und Sozialbeiträge während der Quarantäne übernehme und dies auch für Eltern betroffener Kinder. Angenommen auch der Antrag der Grünen, die Abwanderung junger Frauen aus dem ländlichen Raum zu bekämpfen. Auch alle Anträge der SVP wurden angenommen. Es handelt sich dabei um Maßnahmen zur Förderung von energetischer Sanierung, um Maßnahmen zur Medienkompetenz an Südtirols Schulen und um die Ausweitung der Greenpass-Pflicht auf alle Arbeitsbereiche und gleichzeitige Förderung von Impfungen, Testgarantien für Geimpfte und an den Schulen. Dort soll die Quarantäne bei positiven Fällen vermieden werden. Angenommen auch der Antrag zur Eindämmung der Lebensmittelverschwendung in Zusammenarbeit mit Handelsunternehmen, produzierenden und karitativen Organisationen in Südtirol.